Afrika, der Zauber eines Kontinents, seine Geschichte, die Macht seiner Völker. 30 Millionen Quadratkilometer, 1 Milliarde Einwohner, 54 Staaten, einer davon ist Äthiopien. Etwas mehr als 1 Million Quadratkilometer, 86 Millionen Einwohner. Äthiopien gehörte zu den Schwerpunktländern der Entwicklungszusammenarbeit des Landes Südtirol. Von 1992 bis heute hat Südtirol in diesem Land 37 Entwicklungsprojekte für einen Gesamtbetrag von 1.160.000 Euro unterstützt. Seit 2006 investiert auch die Region Trentino-Südtirol in Äthiopien. Mit 366.500 Euro wurden 15 Projekte unterstützt. Insgesamt werden also 52 Projekte unterstützt. 1.526.500 Euro wurden investiert. Wie jedes Jahr wollte Altlandeshauptmann Louis Durmwalder auch heuer persönlich einige Orte besuchen, wo die Entwicklungszusammenarbeit des Landes gemeinsam mit einigen Vereinen wie zum Beispiel Hilfe für Afrika oder Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt Projekte unterstützt und wichtige Einrichtungen errichtet. Die erste Etappe führt ins Dorf Sheberabir, etwa 30 Kilometer vom Mdibir entfernt. Das Land Südtirol hat den Bau einer zweistöckigen Struktur finanziert, in der ein Kindergarten und ein Ausbildungszentrum für Frauen untergebracht sind. Das Projekt wird vom Verein Hilfe für Afrika getragen. Bis jetzt hatte Sheberabir zwar zwei Schulen, aber keinen Kindergarten und die Kinder mussten zu Fuß das nächste Dorf erreichen. Vor allem für die Mädchen hieß dies allzu oft, dass sie auf die Ausbildung verzichten mussten. Jetzt können 180 Kinder den neuen Kindergarten besuchen. Hinzu kommt, dass jedes auch noch täglich eine warme Mahlzeit bekommt. Das Ausbildungszentrum für Frauen, das im zweiten Stock untergebracht ist, ermöglicht den Frauen des Dorfes und der umliegenden Dörfer eine bessere Zukunft, denn viele von ihnen haben keine Schulausbildung. Hier lernen sie lesen und schreiben und erhalten auch eine Ausbildung, was die Hauswirtschaft betrifft. 147.000 Euro Gesamtkosten, 25.000 Euro der Betrag des Landes Südtirol und 40.000 Euro der Region Trentino-Südtirol. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, gemeinsam mit einer Delegation die Projekte in Äthiopien zu besuchen, die von Südtiroler Seite finanziert worden sind. Zum Teil über das Land Südtirol 35 Projekte, zum Teil aus dem Teil, den wir von der Region bekommen. Insgesamt sind es über 50 Projekte, die mit Geld aus Südtirol finanziert worden sind. Wir freuen uns darüber, weil wir hier gezeigt haben, ein Zeichen der Solidarität zu geben und vor allem mit relativ wenig Mittel einiges zu bewegen. Der Großteil der Mittel werden vor allem im sanitären Bereich, im schulischen Bereich, Kindergartenbereich eingesetzt, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Wir möchten der Bevölkerung durch unsere Solidarität helfen, dass sie sich morgen besser selber helfen kann. Denn wenn sie ausgebildete Leute hat, die gewisse Werte vertreten, vor allem aber auch die technischen Voraussetzungen haben, dann werden sie sich morgen selber helfen können. Von Bildung und Ausbildung geht es nun weiter zum Gesundheitswesen. 52.000 Euro waren nötig, um einen neuen Kreissaal, einen OP-Saal und neue Unterkünfte für die Mitarbeiter des Krankenhauses Gurameganasse, immer in der Nähe von Mbidir, zu errichten. 64.600 Euro wurden auch hier vom Land Südtirol zur Verfügung gestellt. Auch in diesem Falle ist Hilfe für Afrika der Projektpartner. Die Unterstützung des Landes Südtirol war auch in einer schon fortgeschrittenen Bauphase von größter Bedeutung, denn so konnten die Bauarbeiten trotz der Erhöhung der Materialkosten rechtzeitig fertiggestellt werden. Der Beitrag aus Südtirol garantiert auch eine sichere und regelmäßige Wasserzufuhr. Bleiben wir in der Gegend von Mdibir. Wir sind jetzt in Oma im Bezirk Gourage. Der Verein Hilfe für Afrika konnte dank der Unterstützung durch das Land zig Kindern, die ohne jemanden auf der Welt waren, ein Dach über den Kopf bieten. Vor 60 Jahren war es ein Kapuzinerpater aus dem Trentino, Gabriele Sartori, der das erste Waisenhaus der Gegend eröffnet hat. 2007 ist mit den Arbeiten begonnen worden, die zur vollkommenen Erneuerung des Komplexes geführt haben. Vor dieser Hilfe durch die Entwicklungszusammenarbeit gab es hier weder elektrischen Strom noch fließend Wasser oder Toiletten. Musik
Südtirols Beitrag beschränkte sich aber nicht auf die Unterstützung durch das Land. Viele Südtiroler Familien haben Patenschaften für diese Kinder übernommen und garantieren ihnen so eine Ausbildung und eine bessere Zukunft. Die Gesamtkosten für den Umbau des Waisenhauses beliefen sich auf 60.000 Euro, der Großteil davon, 55.000 Euro, wurden vom Land Südtirol getragen. Nicht nur das einfache Volk und die vielen Freiwilligen, die an den verschiedenen Projekten beteiligt sind, zeigen sich dem Land Südtirol gegenüber dankbar für über 20 Jahre Einsatz. Die Südtiroler Delegation ist von den höchsten lokalen Institutionen empfangen worden und der Bischof von Emdibir ließ es sich nicht nehmen, Altlandeshauptmann Luis Dornwalder persönlich zu danken. Wir sind nun in der Tat etwa 180 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Addis Abeba. Der Gesundheitszustand der Bevölkerung dieser Gegend konnte dank der Dienste, die das neue Krankenhaus bietet, stark verbessert werden. Auch in Krisenzeit muss man sich dessen bewusst sein, wenn wir eine Familie sein wollen, dann müssen wir bei guten und schlechten Zeiten anderen helfen, soweit wir in der Lage sind. Natürlich können viele sagen, ich kann die Welt nicht ändern. Wenn alle so tun würden, dann würden wir überhaupt nichts tun können. Aber ich glaube, jeder Einzelne kann im Kleinen einen kleinen Beitrag leisten, damit eben insgesamt etwas Großes passiert. Und so ist auch der Marathon. Der besteht aus vielen kleinen Schritten. Wenn wir einen kleinen Schritt machen, dann werden wir mit der Zeit durch viele, die einen kleinen Schritt machen, auch den Marathon bewältigen können. Und so ist es halt auch bei uns. Wir freuen uns, dass wir mit dem Geld unserer Bevölkerung hier einen kleinen Beitrag mit vielen anderen Organisationen leisten konnten, vor allem Ärzte für die Dritte Welt, und dass wir hier insgesamt einen schönen Komplex, ein kleines, aber schönes Krankenhaus mithelfen konnten zu bauen. Und wir freuen uns, weil das auch für viele, die krank sind, ein Zeichen der Hilfe, der Hoffnung ist. Und deswegen, glaube ich, haben wir gut daran getan. Hier geht es um ein Projekt, welches das Land Südtirol gemeinsam mit dem Verein Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt 3 Jahre lang durchgezogen hat. Das Einzugsgebiet dieser Einrichtung von grundlegender Bedeutung für die ganze Gegend ist beeindruckend. Über 1 Million Menschen wenden sich an die Ärzte dieses Krankenhauses mitten in der Region Gourage, einer rein ländlichen Gegend. L'ospedale di Attato è un ospedale rurale. Das Krankenhaus von Attat ist ein Landkrankenhaus, das ein für uns nicht denkbares Einzugsgebiet von etwa 1 Million Menschen abdeckt. Es gibt 60 Betten und 350 Patienten jeden Tag in der Ersten Hilfe. Nur sehr wenige davon können stationär aufgenommen werden. Wir als Verein der Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt haben einfach gemerkt, dass es Hilfe braucht. Und da wir ein reiches Land sind, haben wir einfach dieses Projekt übernommen und wir sind stolz daran, teilhaben zu können. Und auch Botschafter unseres Landes sein zu dürfen, in einem armen Land, wie es Äthiopien ist. €195.000, das ist der Beitrag, den das Land Südtirol für den Bau des neuen Krankenhauses gegeben hat. Im Jahr werden hier 68.000 ambulatorische Visiten gemacht. 6.800 Personen werden stationär aufgenommen. Es gibt 1.600 größere und 4.900 kleinere chirurgische Eingriffe. In 12 Monaten sind in diesen Mauern 1.750 Kinder auf die Welt gekommen. Neben dem Kreissaal und den Operationssälen konnten dank des Beitrages des Landes auch die Erste Hilfe, das Labor, die Apotheke, die Abteilung für AIDS-Kranke und die Neugeborenenstation erneuert werden. Neben den Verbesserungen für die Patienten sind auch die Unterkünfte des Krankenhauspersonals stark verbessert worden. Auch wurde eine Mauer zum Schutz der Einrichtung vor nicht erwünschten Eindringlingen errichtet. Immer noch Attat im Gebiet von Mekki. Auf Anregung von Patenschaft konkret aus Kaltern und der Caritas hat das Land Südtirol seinen Beitrag zur Fertigstellung einer Reihe von Getreidespeichern gegeben. Diese Speicher sind eine wichtige Voraussetzung, damit die Bevölkerung jener Region durchgehend mit Nahrung versorgt wird. Wir sind nun mit diesen Bildern in der Gegend von Dubbo. Hier wird gerade eine weiterführende Schule gebaut, die 400 Schülern Platz bieten wird. Das Wichtigste ist, diese Legame zwischen der Diözese.
Das Wichtigste ist diese Zusammenarbeit zwischen der Diözese und dem Land Südtirol. Alle Projekte, die wir in der Gegend haben, können nämlich durchgeführt werden, weil es diese finanzielle Unterstützung gibt. Schulen zu bauen, Krankenhäuser zu erweitern. Diese Einrichtungen sind nämlich für die Bevölkerung. Wenn es diese Dienste in der Bildung und Sanität nicht geben würde, könnten wir der Bevölkerung nicht helfen, ihr eine Würde geben. Südtirol hat uns über diese Bozner Vereine immer geholfen, und zwar nicht nur mit Geld, sondern auch mit einer Weitergabe an Kompetenzen. Die Ärzte, die Fachkräfte helfen uns, und so lernen wir auch. Es ist ein Austausch. Deshalb sind wir dem Land sehr dankbar für das, was wir bekommen haben, aber auch für das, was wir noch bekommen werden. Denn diese Partnership zwischen uns, den Vereinen und dem Land, ist schon eine Art Freundschaft. Der Präsident sagt, dass wir eine Familie sind. Deshalb bedanken wir uns für alles, was ihr für uns gemacht habt. Siamo una famiglia. La solidarietà tra le famiglie, le persone delle famiglie. Vi ringraziamo per questo che per quello avete fatto per noi. Die Finanzierung dieses Projektes ist vom Land und von der Region schon beschlossen worden. Die Einrichtung wird das Angebot der schon bestehenden Grund- und Mittelschule erweitern. Wir befinden uns immer noch im südlichen Äthiopien. Bildung für die Mädchen und Frauen in diesem Teil des Landes anzubieten, ist die Zielsetzung dieses Projektes, das von Südtiroler Ärzte für die Dritte Welt getragen wird. Wir befinden uns in der Gegend von Sodo im Vorort Konto, etwa 400 Kilometer von Addis Abeba entfernt. Hier gibt es ungefähr 100.000 Einwohner. Vor 35 Jahren ist eine reine Mädchenschule für die Stufen der Grund- und Mittelschule errichtet worden. 2007 waren nun wichtige Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten fällig. Adesso noi abbiamo 840. Jetzt haben wir um die 840 Studenten. Wir nennen dies eine Schule der Solidarität, weil viele, so wie ihr, hier ein Zeichen hinterlassen haben für eine bessere Zukunft, für ein besseres Leben. Seit es diese Einrichtung gibt, wächst sie Jahr für Jahr, die Schule und auch die Qualität der Schule. In dieser Gegend gibt es viele Schulen, es fehlt aber an Qualität. Dieses Jahr hat auch mich verwundert, haben alle 10 Schüler der Abschlussklasse das Staatsexamen geschafft. Das ist eine Genugtuung. Das ist eine bessere Zukunft. Tutti sono passati, ma 10 hanno superato l'esame. Questo è una soddisfazione, questo è un futuro migliore. Das Land Südtirol hat bei Gesamtkosten von 62.000 Euro einen Beitrag von 33.000 Euro geleistet, mit dem 4 Klassenräume und die Bibliothek erneuert wurden. Die Schule wird von 660 Schülerinnen besucht. Bleiben wir in der Gegend von Sodo. In Zusammenarbeit mit den Südtiroler Ärzten für die Dritte Welt hat die Bäckerei Hackhofer den Bau einer Bäckerei in dieser äthiopischen Region unterstützt. Die beste Hilfe, die man der äthiopischen Bevölkerung zukommen lassen kann, ist jene zur Selbsthilfe. Um ein eigenständiges und autonomes Unternehmertum der Frauen zu fördern, ist ein Verein gegründet worden, der den Frauen eine Ausbildung anbietet. Dank der Errichtung einer Mühle, einer Bäckerei, eines Mehrzwecksaales und eines kleinen Geschäftes wird den Frauen die Möglichkeit geboten, eigenständig und ausreichend für ihre Familien zu sorgen. Großes Fest in Saimene, einer Gemeinde von Shanto, um die Eröffnung eines neuen Kindergartens zu feiern. Jedes Jahr werden etwa 150 bis 170 Kinder diese Einrichtung besuchen. Es handelt sich zum Großteil um benachteiligte Kinder, die in unsicheren sozialen Verhältnissen leben, da die meisten der Ethnie Fuga angehören, die immer schon in Schwierigkeiten steckte. Die Bedeutung dieses Kindergartens, wie auch aller ähnlichen Einrichtungen in ganz Afrika, wird erst klar, wenn man bedenkt, dass Kinder, die keinen Kindergarten besuchen, dann auch nicht zum schulischen Unterricht zugelassen werden. Im neuen Kindergarten befinden sich 3 Klassen, ein Büro, Duschen und Toiletten, eine Küche und ein dazugehöriges Magazin. Das Land Südtirol, immer in Zusammenarbeit mit den Südtiroler Ärzten für die Dritte Welt, hat für 42.466 Euro die Hälfte der Baukosten übernommen. Die Einrichtung, die über eine eigene Wasserzisterne und eine Wasserleitung verfügt, kann auch Ausbildungskurse für Frauen anbieten, die hier lesen, schreiben und die wichtigsten Hygieneregeln lernen. Eine Schule also, welche die Lebensbedingungen eines guten Teils der Bevölkerung verbessert. Was man hier von oben sieht, ist Gondar, die alte Hauptstadt Äthiopiens. Wenige Kilometer von hier entfernt befindet sich die Mission St. Raphael, ein Bildungszentrum mit allem Drum und Dran. Die Jungen und die Mädchen, von denen wir hier empfangen wurden, sind nämlich alle blind. Ungefähr 79 Schüler besuchen 4 unterschiedliche Schulen.
Sie werden hier vom Kindergarten bis zur Universität begleitet. In einem Entwicklungsland ist das Anderssein nochmals viel schwieriger, als es hier bei uns im Westen ist. Blind oder auch Weiße heißt in einem Land wie Äthiopien, dass im Grunde die einzige Perspektive das Betteln auf der Straße ist und das Überleben von den Almosen der anderen abhängt. Die Verantwortlichen und Helfer dieser Einrichtung sind hingegen überzeugt, dass man ein vorgegebenes Schicksal auch ändern kann. Dieses Schmuckstück im Herzen von Afrika ist von der Region Trentino-Südtirol mit 10.500 Euro mitfinanziert worden. Die Gesamtkosten betrugen 32.602 Euro. Wir arbeiten seit etwa 22 Jahren in Afrika und haben verschiedene Projekte, darunter auch einige sehr große verwirklicht. Das erste wichtige Projekt war sicher der Kindergarten, der Don Giuseppe Rauzzi aus Bozen gewidmet ist. Dann haben wir den Kreissaal in Meganasse gebaut und das Waisenhaus in Oma. Dieses wurde zur Gänze vom Land finanziert. Vor kurzem haben wir in Cheberaber einen Kindergarten gebaut, dessen oberer Stock ein Zentrum für die Emanzipation der Frauen beherbergt. Dann haben wir einige Brunnen gebaut, einen in Djidjiga und einen in Endibir und in Gondar. Dort haben wir auch ein Blindenzentrum, wo wir mit Hilfe des Landes und vor allem der Region einen Spielplatz, vor allem aber den Abbau aller architektonischen Barrieren machen konnten. Campo di gioco e altre cose del genere. Von Gondar geht es nun weiter nach Addis Abeba. Dies ist eine Einrichtung, die vollkommen neu ist. Drei Stockwerke, die zur Gänze der Ausbildung der Erwachsenen vom Morgen dienen. Im Erdgeschoss befindet sich ein Kindergarten, der 250 Kinder beherbergen kann. Schlichte, aber richtige Klassenräume. Man muss bedenken, dass es hier vor wenigen Jahren überhaupt nichts gab. Drei Jahre lang haben Arbeiter und Techniker an der Errichtung der Schule gearbeitet, von 2004 bis 2007. Im ersten Stock gibt es für die Frauen der gesamten Umgebung eine Schneidereiausbildung. Im zweiten Stock sind hingegen 10 Räume für eine Mensa reserviert, welche sowohl dem Kindergarten als auch den Schulen der Umgebung als Ausspeisung dient. Die Studenten, die hier frequentano qui sono. Die Schüler, die diese Schule besuchen, sind glücklich. Auch die Schule selbst ist von der Bevölkerung gewollt. Das Gebäude ist außen und innen sehr schön. Die Lehrer sind gut. Die Struktur ist so schön, dank der Hilfe durch Südtirol. Die Kinder kommen gerne her und sind zufrieden. Wir hoffen nun, dass diese Kinder, gerade weil sie diese Möglichkeit haben, im Leben weiterkommen. Unsere Reise durch das östliche Afrika wendet sich nun dem Ende zu. Die letzte Etappe führt uns nach Entoto. Das Land Südtirol, aufbauend auf seiner Stärke bei Schutzbauten, finanziert hier ein Projekt, das die Wildbachverbauung betrifft. In erster Linie soll dadurch für eine bestimmte Sicherheit dieser weiten, nicht urbanisierten Gegend gesorgt werden. Dann muss natürlich aber auch noch der Umweltschutz und die Nachhaltigkeit bedacht werden. Wir befinden uns hier auf dem Gebiet von Ijeka auf dem Berg Entoto und die Arbeiten, die in diesem Jahr der Zusammenarbeit gemacht werden, betreffen die Urbarmachung des Gebietes hinter uns. Dieser Grund ist durch intensives und unerlaubtes Weiden der Ziegen und durch den illegalen Steinabbau Wüste geworden. In erster Linie müssen nun also die Steinbrüche wieder aufgefüllt werden und der umliegende Boden mit Bewaldung versehen werden. Es soll ein Vorzeigehain werden, der als Beispiel dienen kann. Es werden nur einheimische Baumarten angepflanzt. Weiters soll für die Bevölkerung auch ein Obstgarten geschaffen werden. Das Gebiet ist von großer Bedeutung, da es sich in der Nähe einer archäologischen Stätte befindet, in der sich die Reste einer alten christlichen Basilika befinden und die eine Touristenattraktion darstellt. Neben dem archäologischen Aspekt will man hier auch die Natur wieder herrichten, die zerstört worden ist. Das Gebiet ist auch deshalb von Bedeutung, weil an diesen Hügeln das Wasser gesammelt wird, das dann nach Addis Abeba weitergeleitet wird. Es handelt sich hier um Trinkwasser. Alles, was hier auch gemacht wird, wird immer mit der einheimischen Bevölkerung besprochen und alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Proprio in combinazione e sentendo la popolazione locale. Für die Südtiroler Delegation wird es nun Zeit, wieder abzureisen. Den Kopf noch voll von Eindrücken und Emotionen. Das ist aber sicherlich kein endgültiger Abschied, sondern ein Auf Wiedersehen mit vielen neuen Projekten der internationalen Entwicklungszusammenarbeit.
Einige dieser Projekte sind auch schon angelaufen.